Hallo. Hi. Hi. Wow. Dilani, erzähl was über dich. Hallo, ich bin die Dilani, bin 24 Jahre alt, komme aus Bad Friedrichsthal, also aus der Nähe von Heilbronn, bin Studentin und freue mich auf die Performance. Hast du einen Freund? Nee, habe ich nicht. Also das Ding ist, ich hatte noch nie einen Freund gehabt. Nie? Noch nie eine Beziehung gehabt. Wie alt warst du? Ich bin 24 jetzt, ja. Wow. Ja, also ich hatte auch... Warum nicht? Also wie soll ich das sagen? Meine Eltern sind noch ziemlich altmodisch. Das heißt, ich werde tatsächlich auch... Es wird geheiratet, oder? Es wird verheiratet. Also es ist aber nicht wie die Zwangsheirat. Ne? Also das heißt nicht, du musst den jetzt heiraten, sondern die Entscheidung liegt schon bei mir. Also das heißt, Jetzt musst du sagen, okay. Ja, ich darf schon okay sagen. Okay. Also ich würde gerne einen indischen Volkstanz vorführen. Das sind schon deine Augen, oder? Nee. Keine Augen. Nein. Sind Kontaktlinsen. Okay. Ich bin halb blind, also das sind schon Kontaktlinsen. Aber mit Farbe, oder? Ja, genau, mit Farbe. Ich habe eigentlich dunkelbraun. Dunkelbraun? Genau. Ach so, ja. Okay. Okay. Tanzen. Okay. Ich müsste kurz aber meine Schuhe ausziehen. Ja, zieh aus, was du willst, aber tanz. So, jetzt geht's los. Dankeschön. Tanzt das ja richtig. Ja, richtig geil. Wow, richtig so. Ja. Ihr macht ja alles so mit den Fingern. Das hat aber, ich glaube, jede Figur hat irgendeine Bedeutung. Oder? Ja, genau. Also zum Beispiel, das heißt du. Zum Beispiel in Deutschland heißt das Arschloch. Ja. Wunderschön, hast du es gemacht, wirklich. Also, wenn du so singst, wie du tanzt, bist du hundertprozentig weiter. Okay, und kleinen Moment, ich ziehe mal kurz noch meine Schuhe an. So. Also ich habe einmal versucht, sowas nachzutanzen. Okay. Mit jemandem, der Profi war. Es ist so schwer, das zu lernen. Wie gesagt, also ich habe auch 7 Jahre lang gebraucht, um so weit zu kommen. Also. Ja. Was singst du für uns? Also ich habe tatsächlich ein klassisches Stück mitgebracht, also O Mio Bambino. Genau. Und hast du auch einen Popsong? Habe ich auch, und zwar Forget You von CeeLo Green. Forget You meinst du dieses Fuck You? Genau. Okay, alles klar. Gut. Cool. Hab ich nicht gedacht. I guess the change in my pocket wasn't enough and I'm like, get you and get him to a set if I was richer, I'd still be with ya. And in I'm some shh. And all the pain in my chest, I still wish you the best with the get you. Yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari. But that don't mean I can get you there. Season Xbox and I'm more Atari. But the way you play your game and fair, I pity the fool that falls in love with you. Oh, she's gone, just thought you should know. I've got some news for you, yeah. Go and tell your little girlfriend right now. I see you driving round town with the guy I love. Ja, Dilani, die Boli findet das ganz lustig. Du bringst das echt ganz gut rüber. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Rumgeeier. Wow, okay. Klingt lustig, klingt schön. Ja. Haben wir Spaß gemacht. Super, danke. Die Klamotten musst du immer anbehalten, ne? Genau, ja. Ich habe noch ganz, tausende davon. Ganz, ganz besondere Kandidatin. Und ich glaube, wir hätten alle nicht gedacht, dass du wirklich so, auch dieses, du bist sehr frech. Dafür, dass du so noch nicht, also... Ja. Ich will es jetzt nicht sagen, aber du bist schon eine kleine Freche. Also in der Musik, ja. In der Musik, ja, kein null schüchtern. Und ich würde auch genauso bleiben. Und ja. Das
Wirklich sehr geil. Danke. Ja, so wunderschön, sympathisch, nett, offen, du traust Danke. Dich was. Das Tanzen. Das Tanzen ist der Hammer gewesen und auch deine Ausstrahlung okay. im Gesicht. Also deine Augen spielen verrückt, aber es macht voll viel Spaß, dir zuzuschauen. Danke. Super Lächeln. Ja, du hast aber auch so ein paar Elemente aus deinem Tanzen da auch in diese, das passt aber auch, ja. auf so eine Nummer wie Fuck You. Ja. So mit dem Kopf da, das passt ja alles. Das war jetzt okay. nicht irgendwie gut, also das war total süß so. Ja, danke schön. Ich würde sagen, wir freuen uns. Hol dir das Ding. Ja. Oh, echt? Oh, super, Yay. Danke. Oh, vielen, vielen Dank. Danke, tschüss. Wir sehen uns. Ja, du hast ja auch so einen Punkt da, ne? Ist das, ja, genau. Ist das so wie so Kasten oder was sind das? Nee, das ist tatsächlich, also steht eigentlich für ein drittes Auge. Mhm. Ist auch religionsbedingt und also das hat ja auch eine Bedeutung, wenn es rot ist, heißt es eigentlich verheiratet. Aber das heißt dann tatsächlich, dass es aus dem Pulver stammt. Das heißt, man tut dann irgendwo in Pulver reinfassen und dann hier dran machen. Und ich habe ja nur einen Aufkleber drin, das heißt, ich bin Single Forever. Alles klar. Single forever. Okay, vielen Dank. Single forever. Ist echt frech, ne? Die Lani hat alle überrascht. Sie ist ein leuchtendes Beispiel gegen jede Form von Vorurteilen. Und sie ist weiter. Und womit? Mit Recht. Glückwunsch. Wir freuen uns auf mehr.